Das ist der Grund, warum mein Leben und somit meine Welt ab jetzt ein wenig umgekrempelt ist. Bitteschön. Ich habe mich verliebt. Oder besser gesagt, wieder verliebt. Hier, so eine schöne Velosolex habe ich früher mal in meinen Wechseljahren vom Jugendlichen zum Erwachsenen schon mal besessen. Nein, es sind keine Gefühle von vorgestern, die in mir auflodern. Es sind echte neue, die sich allerdings gewaltig an die von damals anlehnen. Das gebe ich schon zu. Alles kam so. Als ich Mitte des Jahres 2018 wieder einmal eine Anfrage bekam, eine Weile fürs Fernsehen tätig zu werden, schlug ich natürlich zu. Allerdings sollte das Ganze in Potsdam stattfinden. Egal, Hauptsache du verdienst mal wieder anständig Kohle, dachte ich mir. Nun, da gab es verschiedene Möglichkeiten, dorthin zu gelangen. Erstens S-Bahn. Dauert lange, kostet viel Geld und ich bin auf die festgelegten An- und Abfahrtzeiten angewiesen. Zweitens, mein Auto kostet auch viel, insbesondere wenn man die Rechnung im Zusammenspiel mit natürlich Sprit, aber auch Steuern und Versicherungen aufmacht. Gut, letzteres fällt auch an, wenn man es einfach nur rumstehen lässt. Hinzu kommt allerdings, dass die Arbeitsstelle direkt neben dem Filmpark Babelsberg lag und man wegen der Besuchermassen von Parkplätzen nur träumen konnte. Mein schwer verdientes Geld somit der Bußgeldstelle in den Rachen zu werfen, kam selbstverständlich nicht in Frage. Was also tun? Zum Glück überfiel mich ein Geistesblitz. Vor vielen Jahren restaurierte ich für meinen Sohn eine alte, verunfallte Velosolex. Ich musste den verzogenen Rahmen, Felgen, Vorderradgabel und vieles mehr ersetzen. Kurz, ich hatte sie bis zur letzten Schraube auseinandergenommen und anschließend feinsäuberlich wieder zusammengefügt. Des Juniors neuen, individuellen Mobilität stand nichts mehr im Wege. Nach Ablauf des jährlichen Versicherungsschutzes fristete das Gerät dann allerdings, aus Gründen, die ich gar nicht wissen möchte, lange Zeit ihr Dasein, gut eingepackt und angeschlossen in des Sohnemanns Keller. Er ließ mich jedoch die Solex retten. Das wäre also die dritte, das Filetstück der Möglichkeiten, auf einfache Weise von Berlin nach Potsdam zu cruisen. Wesentlich unkomplizierter als ich dachte, überließ mir mein Stammhalter die Maschine mit den Worten: Dir gebe ich die gerne, da weiß ich wenigstens, dass die einer pflegt. Bereits nach der ersten Fahrt war es um mich geschehen. Es war Sommer und das Dahingleiten war erfrischender als jeder Sprung in ein kühlendes Swimmingpool. Da entzündete sich meine neue Liebe. Vor und nach der durchaus anstrengenden und hektischen TV-Arbeit ungefähr eine Stunde durch den Wald, also besser ging's nicht, zumindest für mich nicht. Ein neuer, alter Bund war geschlossen. Vielleicht für den Rest meines Lebens, wer weiß. Ich fuhr glatt den kompletten Winter durch. Geeignete Kleidung war natürlich Voraussetzung. Um neugierigen Fragen zuvorzukommen, hier mal die Daten meiner Solex. Sie hat ungefähr ein PS, kann bergab bis zu 35 km schnell werden, sie braucht sage und schreibe nur 1,5 Liter auf 100 km und hat eine Reichweite von ca. 120 km. Viel rechnen musste ich da nicht und wusste ab sofort, wie meine bevorzugte Mobilität nach Potsdam und natürlich auch in Berlin zukünftig aussehen würde. Meine heutigen Erkenntnisse sind: keine ärgerlichen Staus mehr, in die ich täglich und zielsicher reingeschossen bin. Nie wieder unschöne Äußerungen über andere Verkehrsteilnehmer, die genauso wie ich bisher, alleine in ihrer Karre sitzend, nicht wirklich wahrnehmen wollend, dass der gefürchtete Verkehrskollaps längst stattgefunden hat. Mit der Solex bin ich viel schneller und vor allem relaxter an meinem Ziel, denn ich habe darüber hinaus keine Parkplatzprobleme mehr. Außerdem entdecke ich mehr und mehr diese unbeschreibliche, meine persönliche Entschleunigung. Was ist denn hier los? Möglicherweise merkt man mir das auch an, denn genau wegen dieser Wandlung lerne ich eine ganze Menge ähnlich oder gleichgesinnte, schmunzelnde Leute kennen, die sonst wahrscheinlich einfach an mir vorbeigelaufen wären. Hier mal ein Standardsatz, der immer wieder kommt. Darf ich Sie mal fragen, warum grinsen Sie so? Ja Mensch, ich habe früher auch so ein Teil gehabt. Wusste gar nicht, dass es überhaupt noch gibt. Das Beste?
Es macht jedes Mal von Neuem unglaublich viel Spaß, wenn ich allein schon den Helm aufsetze. Und aufsetze, um meine notwendigen, aber vor allem auch meine unnötigen Wege in Angriff zu nehmen. Denn seither mache ich vermehrt Fahrten ins Umland und erweitere damit enorm meinen Horizont. Was will Berner mehr? Nicht zuletzt aus diesem Grund wird meine Solex hier auf meinem Kanal immer mal wieder auftauchen. Ich freue mich jedenfalls sehr und denke, ihr werdet sicher viel Spaß mit mir und meiner neuen Leidenschaft haben. Wer weiß, vielleicht schrecke ich ja irgendwann mal jemanden auf und man begegnet sich mit so einem Gerät irgendwo auf den Straßen Berlins oder sonst wo. Denn meine Solex und ich, wir kennen keine Stadtgrenzen. Genau das könnt ihr in einem meiner nächsten Beiträge lebhaft miterleben. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!